Freunde, ich bin der Bloxy und ich werde heute meine Freunde Floxy und Rosy in Minecraft helfen, denn ich kann mich in ein Babywahn verwandeln und ich werde ihnen zeigen, wie man Minecraft durchspielt. Oh Mann, Rosy, wir müssen unbedingt unser Dorf finden, irgendwo in der Richtung bestimmt. Ja, gute Idee. Sie suchen jetzt gerade ein Dorf. Ich werde ihnen auf jeden Fall gleich helfen, ein Dorf zu finden. Oh Mann, Rosy, pass auf, da sind ganz viele Creeper hinter dir. Renn. Oh nein, ich muss dir ganz schnell helfen. Nein, Creeper, ihr kommt hier nicht längs. Oh, Rosy, pass auf. Moment mal, was ist das denn? Ein Warden? Oh, ich glaube, er beschützt uns. Oh ja, das haben die richtig bemerkt, denn ich bin ein richtig lieber Warden. Und die können mich nicht hören, während ich rede. So, ich werde jetzt einmal denen mein Glücksstern schenken. Rosy, sei vorsichtig. Er kommt auf uns zu. Ich beschütze dich. Was denn? Was hast du da, Warden? Ich habe jetzt für beide einen Glücksstern. Und dann haben die richtig viel Glück. Hier. Oh, was hat er da gedroppt? Oh, was ist das denn? Das glitzert. Das ist meins. Oh, hey. Wie cool ist das denn? Ein Glücksstern? Ein Glücksstern? Ich habe jetzt richtig viel Glück, Rosy. Nicht fair. Warum kriegst du den? Und was willst du eigentlich hier? Geh doch wieder zurück, da wo du hingehörst. Hey, Floxy, das ist ein Baby. Wir müssen es beschützen. Oh, wir müssen es mitnehmen. Nein, Rosy. Wardens sind böse. Er hat dir doch gerade was geschenkt. Er ist sicher lieb. Was sagen die denn da? Warum möchte Floxy mich denn nicht aufnehmen? Ich habe ihnen doch gerade geholfen. Das finde ich absolut gar nicht nett von ihnen. Oh nein, ich gehe jetzt. Guck mal, Floxy, jetzt hast du ihn traurig gemacht. Komm, kleiner Warden, komm wieder zurück. Hör zu, Rosy. Ich habe doch jetzt richtig viel Glück. Und wir finden bestimmt jetzt ganz schnell ein Dorf. Folgt mir. Los. Schau mal, Rosy. Ich habe dir doch gesagt, so viel Glück. Und wir haben ein Dorf gefunden. Oh, wie cool. Wie hast du das gemacht? Das ist, glaube ich, der Glücksstern. Ich habe jetzt mächtig viel Glück. Ein riesiges Dorf mit ganz vielen Häusern. Schau mal. Oh, wir können hier wohnen. Rosy und Floxy haben jetzt durch mich ein Dorf gefunden. Und das sind richtig tolle Häuser für beide. Aber ich hoffe, die teilen das sich fair ein. Rosy, wir müssen uns ein Zuhause aussuchen. Ich bin doch jetzt der Allerbeste. Ich habe ja am meisten Glück von uns beiden. Okay. Die Häuser aussuchen. Rosy, weil ich ja der Größte und Stärkste bin und so viel Glück habe, nehme ich das hier. Das hat sogar Blitzableiter drauf und du bekommst das hier. Aber es hat gar keine Blitzableiter. Was, wenn es hier blitzt? Rosy, dir wird schon nichts passieren. Glaub mir einfach. Warte mal, ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt, denn dieses Haus ist so groß, da ist Platz für beide. Und jetzt will Floxy das einfach für sich alleine haben. Und Rosy bekommt ein einfaches Haus ohne Blitzableiter. Die Gegend, die stürmt hier immer. Komm, Rosy, lass uns mal mein Haus anschauen. Wie cool ist das denn? So okay. Groß und schön. Und hier ist sogar ein rotes Bett für mich ganz allein. Nein, Rosy. Dieses Haus gehört doch nur mir. Wieso? Du hast dein eigenes Haus. Das hier ist ganz alleine meins. Rosy, es wird gerade dunkel. Du musst unbedingt in dein Zuhause reingehen. Los. Oh, du schmeißt mich raus. Oh nein, es wird jetzt langsam dunkel. Und ich höre gerade, ein Gewitter bricht auf. Oh, wie schön. Ich habe sogar einen Balkon hier draußen. Aber es regnet und stürmt. Hier ist alles nass, Floxy. Ich habe Angst. Rüber? Nein, Rosy, das passt schon so. Aber es gewittert. Oh nein. Rosy, kann ich zu dir rüber? Rosy, mein Haus ist so groß und sicher. Ich habe sogar einen Blitzableiter. Der Glücksstern ist richtig, richtig cool. Oh, ich habe solche Angst. Pech gehabt, Rosy. Oh nein, Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Rosy hat richtig viel Angst und Floxy will sie nicht reinlassen. Er ist wirklich sehr gemein. Ich werde ihr jetzt einen Blitzableiter schenken. Da ist ja Rosy. Was soll ich denn tun? Zum Glück hat sie mich jetzt. Und ich werde ihr auf jeden Fall helfen. Ich werde ihr nämlich jetzt meinen Blitzableiter schenken. Hier, stell das auf. Dann kommen keine Blitze mehr rein. Ist ja eine kleine Warden wieder. Dankeschön. Aber ich komme doch gar nicht aufs Dach. Dafür habe ich natürlich auch noch was. Hier, nimm diese Erdblöcke. Dann kannst du auf dein Dach gehen. Und ich gehe jetzt einmal zu Floxy und schenke ihm auch was.
Oh Mann, du Ungeheuer. Was willst du denn in meinem schönen großen Haus? Geh wieder zurück. Was? Er lässt mich nicht in sein schönes Haus, obwohl ich ihm was schenken wollte? Nein, das kann nicht sein. Jetzt bin ich nur noch auf der Seite von Rosi. Und ich werde ihr jetzt die ganze Zeit helfen. Und er ist nämlich so gemein. Ich sehe auch gerade, sie hat auch jetzt auch einen Blitzableiter installiert. Und jetzt, wenn es Tag ist, dann brechen wir in ein Abenteuer auf. Und ich werde Rosi ihr die schönste Höhle schenken. Yay, ich bin endlich sicher. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen. Rosi und Floxi gehen jetzt auf ein Abenteuer. Und die werden bestimmt tolle neue Sachen finden. Rosi, schau mal, was ich hier gefunden habe. Ich habe so viel Glück. Hier ist eine Höhle und bestimmt gibt es hier richtig viele Diamanten. Wow, so ein guter Fund. Los, lass mal nach unten gehen und schauen, was es hier alles so gibt. Los. Oh Mann, Rosi, sei doch vorsichtig. Komm, wir müssen hier runtergehen. Wir finden bestimmt richtig viele Diamanten durch mich. Denkst du? Ich habe doch den Glücksstern und richtig viel Glück. Sie werden jetzt bestimmt eine Höhle finden. Und ich werde versuchen, dabei zu sein. Ich hoffe, sie nehmen mich mit auf. So, ich gehe jetzt einmal runter und werde denen auch helfen. Oh, schau mal, Rosi. Wie tief geht es hier nach unten? Ja, aber da unten ist es ganz schön dunkel. Oh ja, und wir haben keine Fackeln. Was tun wir jetzt? Oh, was willst du denn wieder hier? Geh weg von hier. Ich habe dich doch vorhin weggeschickt. Hey, Floxi, sei doch nicht so gemein zu ihm. Er will doch sicher nicht helfen. Wir brauchen ihn doch gar nicht. Ich habe doch diesen Glücksstern. Wir brauchen keinen blöden Warden. Aber den Glücksstern hat er dir doch gegeben. Ach egal, Rosi. Komm, wir müssen weiter nach unten. Ich wünschte, ich hätte jetzt Fackeln. Ach Mann. Oh, sie will Fackeln? Die bekommt sie natürlich von mir, damit alles für sie ausgeleuchtet ist und keine Creeper ihr wehtun. Oh mein Gott, wie cool. Warte, war das der Warden? Rosi, hast du gerade Fackeln bekommen? Oh Mann, Warden, ich hab dir doch gesagt, du sollst gehen. Ich pass auf Rosi auf. Oh, Floxi ist so gemein, er macht mich ganz Zeit fertig, obwohl ich ein süßer Baby-Warden bin. Rosi, hör mir zu, ich werde jetzt genau zeigen, wie man am besten farmen geht. Folg mir. Okay. Und hier musst du jetzt einfach dich reinbuddeln. Und wow, siehst du das? Oh mein Gott, du hast direkt Diamanten gefunden. Und nicht nur einen. Schau mal. Oh nein. Hier ist ein Creeper. Achtung. Oh, wow. Du musst dir schnell alles ausleuchten. Oh nein, ich muss dir ganz schnell helfen. Los, geht weg. Nein. Die ganzen Zombies, die dürfen nicht hier sein. Ich habe sie jetzt hier beschützt. Aber wow, wie viel Glück hat denn der Floxi? So viel Glück, Rosi. Wie gefällt dir das eigentlich? Und was ist das denn? Hier ist eine Truhe. Darf ich bitte gucken, was drin ist? Nein, Rosi. Weg da. Finger weg. Was macht der Baby Warden? Das ist meine Truhe. Was ist hier drinnen? Ein Goldschwert, 3 Diamanten, Smaragde und Goldklumpen? Wie cool. Wow, du hast so ein Glück. Oh ja, Rosi, ich sag dir doch, ich werde dich beschützen. Kannst du mir bitte was abgeben? Nein, Rosi, du bekommst gar nichts von mir. So unfair. Weißt du was, dann suche ich mir jetzt meine eigene Höhle. Viel Spaß mit deinen Diamanten. Du wirst sicherlich nicht so viel Glück haben wie ich. Du hast jetzt schließlich keinen Glücksstern. Floxi hat richtig viel Glück gehabt mit dieser Diamantenhöhle. Und jetzt will er, dass Rosi eine findet. Aber sie hat ja keinen Glücksstern. Das ist absolut unfair. Okay, werden wir ja sehen. Ich habe sicher auch so viel Glück wie Floxi. Nein, Rosi. Oh, du hast eine Höhle gefunden? Oh Mann, nur Kohle und Lava. Haha, Rosi, ich hab sie doch gesagt. Ich habe Glück und du hast nur Pech. Viel Spaß mit der ganzen Kohle. Na, guck, was in der Kiste hier ist. Oh, ein Holzschwert. Oh nein, die Rosi, die hat ja richtig viel Pech mit der Höhle. Oh, ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen. Ich muss hier eine viel bessere Höhle als Floxi finden. Kleiner Warden, willst du mir was sagen? Ja, natürlich will ich dir was sagen, aber du kannst mich ja leider nicht hören. Wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie hochkommen. Komm mit! Wo will er uns denn hinführen, Rosi? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nämlich ganz genau, als kleiner Glücksbringer, dass hier eine viel bessere Höhle sein wird. Hier, du musst hier graben, Rosi. Hier. Da wirst du ganz viel Glück haben. Der Ober möchte mir was zeigen. Ich grab hier mal. Rosi, warum hörst du auf ihn? Ich glaube, er ist lieb. Oh, hier ist eine Höhle. Wow. Pass auf, Rosi. Ganz viele Creeper. Ich muss sie hier beschützen. Ich muss ganz schnell alle Monster hier wegmachen. Oh, der Warden tötet die ganzen Monster. Er will uns helfen. Rosi, ich hab dir doch auch geholfen. Schau mal, hier ist ein Creeper. Aber Floxi, ihr beschützt uns. Und ist dir überhaupt etwas aufgefallen? Rosi, schau dir alles mal an. Wie kann das nur möglich sein? Ich hab doch Glück und nicht du. Vielleicht habe ich jetzt auch Glück, weil der Warden es mir gezeigt hat.
Ja, ich habe ihr wirklich viel Glück gebracht. So, ich habe jetzt alle Monster hier besiegt. Wow, alles ist friedlich. Rosie, aber ich hätte das doch auch geschafft. Klar. Und da vorne ist auch eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Rosie, die ist doch bestimmt für mich. Nein, die ist für Rosie. Aber er kann mich ja nicht hören. Und wow, ich habe so viel für Rosie vorbereitet. Diamanten. Rosie, was ist denn da alles in der Truhe drin? Ganz viel Armor und Diamanten, aber du kriegst nichts ab. Rosie, bitte, ich brauche doch auch ein bisschen Ausrüstung. Aber du hast doch was in deiner Kiste gefunden. Hm, das ist richtig unfair. Der Warden ist richtig blöd. Ich habe gar nicht so coole Sachen wie du bekommen. Warden, wie oft soll ich dir das noch sagen? Weg hier. Geh weg. Oh nein, der Floxy ist wieder total gemein zu mir, obwohl ich denen doch nur helfen möchte. Wobei nur Rosie helfen möchte, denn er hat ja schon einen Glücksstern und er gibt ganze Zeit Feuer an und das gefällt mir gar nicht. Endlich sind wir wieder zu Hause in unserem Dorf. Und weißt du was, Rosie? Wir müssen jetzt ein kleines Workout machen, damit wir stärker werden. Okay. Die wollen jetzt ein Workout machen, aber Floxy ist doch viel sportlicher als Rosie. Er wird sie komplett abhängen. Rosie, wir beginnen jetzt. Wir müssen erstmal ganz schnell sprinten. Nach ganz da vorne. Los, okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Rosie, hey. Beeil dich. Du bist doch viel zu langsam. Floxy, bleib stehen. Wieso bist du so schnell? Und jetzt müssen wir schwimmen gehen. Los, ich glaube, du kannst gar nicht schwimmen. Rosie, wir müssen doch trainieren. Für alle Fälle, damit wir stärker werden. Kannst du mich nicht beschützen? Schau mal, Rosie, wie groß und stark ich geworden bin. Siehst du meine Muskeln? Und ich habe nur abgenommen. Oh nein, Floxy ist voll unfair. Er ist viel sportlicher und er hat, oh, wie muskulös ist er denn geworden? Und Rosie kann da absolut nicht mithalten. Ich glaube, ich muss mit Rosie zusammen Sport machen. Sie muss auch groß und stark werden. Ich muss mich irgendwie auf mich aufmerksam machen. Warden, möchtest du was? Warden, du siehst mich doch. Hier ist kein Platz für Babys. Also geh bitte davon. Oh nein, er möchte mich wieder weg haben. Rosie, komm mit. Wir machen jetzt zusammen Sport. Weißt du was, Floxy? Ich gehe mit dem Warden mit. Ich bin ja jetzt auch ein Baby, so dünn wie ich geworden bin durch den ganzen Sport. Rosie, ist das dein Ernst? Bleib hier, wir müssen trainieren. Trainier alleine. Oh, das ist so toll. Die Rosie kommt mit. Und ich werde mit ihr jetzt ein Trainingsprogramm absolvieren. Als erstes brauchst du ein Schwert, um dich schützen zu können. Und wir gehen jetzt auf Jagd. So, Rosie, jetzt baust du erstmal dieses Holz ab. Dann bekommst du richtig kräftige Arme. Und dann wirst du genauso groß und stark wie der Floxy. Ah, sie braucht natürlich noch eine Axt. Hier, du bekommst eine Diamanten-Axt. Bau das Holz ab. Okay, ich glaube, ich soll den Baum abbauen. Mit der Axt, die ich jetzt gekriegt habe. Und jetzt als nächstes bekommt sie von mir ein Boot. Und wir werden jetzt ein bisschen rudern. Und mein Trainingsprogramm ist gleich absolviert. Ich habe Angst vor dem Wasser. Es ist so tief. Soll ich mit dem Boot da wirklich hin? Ich werde dich beschützen. Trau dich nur. Geh rauf, paddel und ich werde alle Feinde von uns halten. Du kommst mit? Wie cool. Oh, Rosie ist jetzt auch groß und stark geworden. Das finde ich super. Und jetzt kann sie mit Floxy mithalten. Oh, ich fühle mich schon viel stärker. Danke, Warden. Oh, das ist so toll, dass ich ihr helfe. Und jetzt gehen wir zurück zu dem Floxy. Oh, da seid ihr ja wieder. Oh, Rosie. Floxy, schau. Ich bin so stark wie du. Wie ist das denn passiert? Woher sahst du doch viel besser aus? Oh nein, ich muss mir jetzt was Neues überlegen, wie ich Rosie weiterhelfe. Rosie und Floxy sind schon ganz Zeit auf Reise und die suchen irgendwas Bestimmtes. Oh nein, Rosie, wir sind schon so lang unterwegs. Unsere Muskeln sind sogar verschwunden. Oh stimmt, du siehst wieder ganz normal aus. Und wir müssen jetzt irgendwie von dieser kleinen Insel wegkommen. Oh, ich habe da eine Idee. Ich habe nämlich zwei Boote, eins für dich und eins für mich, Rosie. Danke. Und jetzt müssen wir irgendwie hier irgendwas finden. Wir müssen was entdecken, Rosie. Siehst du irgendwas? Nein, hast du mal geguckt? Hier ist weit und breit nichts. Oh, Moment mal. Schau mal da unten, Rosie. Oh, Delfine? Nein. Dahinter. Rosie, mach deine Augen auf. Oh, ein Schiff. Oh, die haben ein Schiff gefunden. Ich muss ganz schnell zu dem Schlimm. Oh, warte. Ich habe vergessen, ich kann gar nicht schwimmen. Hilfe. Foxy, guck, da ist der Baby-Warden wieder. Warte, ich glaube, er kann nicht schwimmen. Wir müssen ihm helfen. Ich schwimme rüber zu dir. Komm, kleiner Warden. Komm ins Boot. Rosie, lass ihn doch in Ruhe. Er will uns doch nur Böses. Willst du, dass er ertrinkt? Oh ja,
sie hat mir geholfen. Oh, das ist so toll von Rosi. Aber sie haben gesagt, die haben da was gefunden. Oh, da ist ein versunkenes Schiff. Rosi, dann bleib du einfach bei deinem Baby-Warden. Und ich gehe mal nachschauen, was ich da unten finden kann. Tschüss. Tschüss. Zum Glück kann ich richtig gut schwimmen. Was gibt's denn hier alles? Hier ist ein Schiff und das ist richtig kaputt. Oh, wow, wow. Ich habe hier eine Truhe gefunden. Oh, da drin ist TNT. Was ist das denn? Das nehme ich mal mit. Das muss ich unbedingt Rosi zeigen. Los, wieder nach oben, schnell. Oh, Floxy ist wieder zurück. Was hat er wohl für uns gefunden? Bestimmt irgendwelche tollen Sachen, Rosi. Oh, Floxy, was hast du? Was hast du entdeckt? Rosi, das sage ich dir noch nicht. Wir müssen erstmal zurück auf die Insel. Folg mir. Ich zeig's dir gleich. Los, los, los. Oh, yay, eine Überraschung. Endlich angekommen, Rosi. Soll ich dir zeigen, was ich da unten gefunden habe? Ich habe hier irgendwie ein besonderes TNT gefunden und was ganz Normales. Also normales TNT. Und du bekommst natürlich nur das Normale. Was? Er hat ihr gefährliches TNT geschenkt? Das ist ja absolut gemein. Was soll sie denn damit? Damit kann sie sich höchstens nur ihr Haus kaputt machen. Rosi, du kannst ja mal dein TNT kurz testen. Aber was ist, wenn was passiert? Ich gehe lieber weg. Nein, 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 Rosi. Da wird schon nichts passieren. Vertrau mir einfach. Ich habe eh kein Feuerzeug. Oh nein, sie braucht ein Feuerzeug. Ich will ihr eigentlich keins geben. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich Rosi jeden Wunsch erfüllen werde. Oh nein, ich hoffe, sie kommt nicht auf doofe Gedanken. Oh, danke, Warden. Okay, einen Schritt zurücktreten. Und... Achtung, 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 Rosi. Alles wird explodieren. Oh nein, ihr Boot ist sogar dabei kaputt gegangen. Und was ist das jetzt für TNT, das Floxy hat? Rosi, kann ich mal bitte das Feuerzeug haben? Ich will das auch mal mit meinem TNT versuchen. Na klar, hier. Oh, wie cool. Aber geh ein Stück weg von mir. Ich liebe TNT. TNT ist rot und ich bin auch rot. So, aber halt Abstand, Rosi. Und wird es jetzt hier platzieren und direkt anzünden. Schau mal, schau mal, schau mal. Abstand halten und los, los, los. Weg hier, weg hier, weg hier. Wow, was ist das denn? Ist aus dem TNT gerade ein Haus explodiert? Oh, ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Ich habe doch diesen Glücksstern. Ich habe so viel Glück. Ich habe einfach ein kleines Haus bekommen aus TNT. Kann ich mit dir wohnen? Rosi? Nein, natürlich nicht. Du hattest doch dein TNT. Du kannst bei deinem TNT wohnen. Aus deinem TNT ist einfach ein Haus gekommen. Und jetzt, die sind hier auf einer Insel. Rosi hat kein Boot. Und er hat jetzt so ein Haus. Und sie hat nur ein Loch. Das ist ja absolut unfair. Ich wünschte, ich hätte Floxy nie diesen Glücksstein gegeben. Okay, dann bleib halt allein in deinem Haus. Ich geh in mein Loch. Oh nein, Rosi. Warte, 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 ich muss mir was überlegen. Haha, Rosi, ich verstehe schon, warum du traurig bist. Schau mal mein Haus an, das ist so wunderschön und du hast einfach gar nichts. Ich weiß. Nein, nein, Rosi, werd auf mich aufmerksam. Warte, sie ist hier bei ihrem Loch jetzt. Jetzt bekommt sie von mir ein ganz besonderes TNT. Rosi, Rosi, was ist das denn? Nein, 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 Warden, ich hab dir doch gesagt, du sollst weggehen. Was hat er dir gegeben? TNT, aber sieht komisch aus. Gib mir noch mal das Feuerzeug. Ja, okay. Hier, Rosi. Oh, Achtung, Achtung, was Achtung. Was wird daraus wohl jetzt entstehen? Wow. Rosi? Rosi? Kannst du mein Haus haben? Das ist jetzt mein Haus. Oh, wie cool, wie cool. Hey, das war meins. Rosi, aber ich bekomme doch das Größere. Wir können zusammen drin wohnen, zusammen mit dem Warden. Floxy will jetzt das Haus wegnehmen. Nein, das kann nicht sein. Ich bin jetzt Türsteher. Was will schon wieder dieser blöde Baby-Warden? Rosi, schick ihn doch endlich weg. Kannst gerne drinnen warten. Wir kommen gleich rein. Ich werde jetzt Floxy ins Wasser drücken. Er darf nicht dieses Haus haben. Das ist für Rosi. Oh Mann, der Baby-Warden hat mich ins Wasser geschubbt. Rosi. Dankeschön, das Haus ist super. Du bist der beste kleiner Warden. Oh, ein Lächeln in ihr Gesicht macht direkt meinen ganzen Tag besser. Seitdem ich Rosi das Haus geschenkt habe, sind die wieder auf ein Abenteuer gegangen und ich habe sie jetzt verloren. Wo sind die bloß? Oh, ich habe sie, glaube ich, jetzt gefunden. Oh, wie cool, Rosi. Ich habe einfach ein riesiges Motorrad. Das ist alles nur wegen meinem Glücksstern. Oh, wie cool. Wir müssen schnell auftanken. Ich wette, meins ist schneller als deins. Das meinst du doch nicht ernst, oder, Rosi? Guck mal, wie cool. Oh nein, Rosi hat ja wieder komplett den Nachteil. Sie hat einfach nur ein Dreirad gefunden. Und Floxy hat eine richtige Maschine gefunden. Das Allerschlimmste wäre jetzt, wenn irgendwas Böses auf die zukommt. Rosi, Rosi, vorsichtig. Schau mal da. Oh, ein Riesencreeper. Oh nein, der Creeper wird Rosi doch einholen. Oh nein, der verfolgt die. Oh nein, Rosi, fahr schnell weg. Hilf, ich glaube, ich kann nicht schnell genug.
Tschüss, ich bleib Rosie. Stehen. Das kann nicht sein. Die verstecken sich jetzt im Wald. Ich muss mir was Gutes überlegen. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt Rosie ein Flugzeug schenken, damit die schneller vor solchen Monstern fliehen kann. Rosie, nimm dieses Flugzeug hier. Das wirst du gebrauchen. Damit kannst du viel schneller vom Mobs abhauen. Das ist sicher für mich. Dankeschön, kleine Horden. Rosie, darf ich mitfliegen? Lass mich doch jetzt nicht alleine. Ja, aber nur, wenn du es mir voll tankst. Oh ja, klar, Rosie. Ich habe hier einen Kanister und ich tanke ihn jetzt voll. Oh nein, hier ist nur ein Sitz. Ich kann dich überhaupt nicht mitnehmen, Floxy. Oh, Floxy braucht auch ein Flugzeug. Ich werde ihm jetzt eins schenken. Ich bin nicht so gemein. Denn wenn wieder solche großen Creeper kommen, dann sind die geliefert. Währenddessen habe ich denen jetzt eine Startbahn hier gebaut, damit die schnell wegfliegen können. Und ich hoffe, Floxy ist jetzt auch glücklich. Oh, wie cool. Ich habe sogar auch ein Flugzeug bekommen. Danke, lieber Baby Warden. Tut mir leid, was ich vorher alles gesagt habe. Ja, das stimmt. Du warst wirklich nicht lieb zu ihm. Zum Glück hat er dir trotzdem was geschenkt. Oh ja, wir müssen uns aber jetzt beeilen. Los, geh rein und wir fliegen davon. Okay. Oh, was sehe ich denn hier? Hier sind ja überall große Creeper. Die müssen jetzt los. Rosie, bist du startklar? Wir müssen weg hier. Los. Schnell. Flieg davon. Oh, sie fliegen jetzt davon. Und sie haben, glaube ich, eine Sache gemerkt. Gemeinsam sind sie viel besser als einzeln. Aber eine Sache gibt es ja noch. Der Floxy hat ja noch dieses Glücksstern. Und damit hat er ja einen ganz großen Vorteil. Ich bin gespannt, was er gleich damit macht. Rosie, lass uns hier landen. Los. Oh ja, wie cool war das denn? Ist alles gut bei dir? Oh ja, alles top gelaufen. Aber Moment mal. Rosie, ich muss dir was sagen. Das war alles so toll gerade. Und diesen Glücksstern, den brauche ich gar nicht. Und der Baby Warden ist auch hier. Baby Warden, es tut mir so leid. Ich will nicht stärker sein oder mehr Glück haben als Rosie. Das Stern, den werfe ich jetzt ins Wasser. Wow, wirklich? Oh ja, Rosie, nur für dich. Und zack. Oh, er hat den Glücksstern ins Wasser geworfen, denn er möchte keine Vorteile haben gegenüber Rosie. Er möchte genauso sein wie sie und genauso viel Glück haben wie sie. Jetzt muss ich das Ganze auflösen. Ich werde mich jetzt wieder zurück in ein Spieler verwandeln. Rosie? Was ist da gerade? Floxy? Floxy? Ja. Bist du hier, Floxy? Oh, es ist so toll, euch wieder hier bei mir zu haben. Hör zu, ich war der Babywahn. Ich wollte euch helfen, aber irgendwie ist alles schiefgelaufen. Und du warst es die ganze Zeit? Du hast Rosie die ganze Zeit versucht zu helfen und auch von dir habe ich diesen Glücksstern bekommen? Ja, Floxy, du warst unfair zu ihr und ich wollte sie nicht so alleine da lassen. Aber ich denke mal, du hast deine Lektion gelernt und wir sind jetzt wieder alle beste Freunde gemeinsam. Oh ja, Bloxy, da hast du recht. Freunde für immer. Freunde für immer. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann tippt unbedingt auf den Bildschirm und geht auch mal auf den Kanal von Floxy und Rosie. Da haben wir auch richtig tolle Videos gemeinsam. Und lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss. Tschüss.